Mein Name ist Wendy Chung, ich lebe in Taipei, Taiwan und bin jetzt 31 Jahre alt. Ich arbeite für das deutsche Unternehmen Merck. Da bin ich stellvertretende Referentin in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Unvollendete Projekte lassen mir keine Ruhe. Ich scheine ein bisschen ein Kontrollfreak zu sein. Was ich nicht kontrollieren kann, verunsichert mich. Allerdings versuche ich das gerade zu ändern, sonst müsste ich mich ja jeden Tag ärgern. Als ich jünger war, habe ich großen Wert auf materielle Dinge wie Geld oder Designerhandtaschen gelegt. Aber jetzt mit über 30 habe ich erkannt, dass gute Freunde und eine Familie, die dich liebt, das Wichtigste überhaupt sind. Globalisierung bedeutet für mich, dass nationale Grenzen oder Unterschiede zwischen den Völkern unwichtiger werden. Wir sind doch alle Teil einer internationalen Gemeinschaft. Wir sind heute offener gegenüber neuen Ideen und Menschen. Unsere Welt ist größer geworden und unser Horizont breiter. Als ich klein war, habe ich in Schweden gelebt. Ich würde gern einmal nach Skandinavien zurückkehren, denn ich vermisse einfach die wunderschöne Natur, die Ruhe, die Wälder und die Seen. Ich gehe regelmäßig ins Fitnessstudio. Außerdem gehe ich gerne mit Freunden essen oder ins Kino und ab und zu habe ich auch ein nettes Date. Das ist auch eine gute Art, die Freizeit zu verbringen.